Moin und willkommen zu diesem Video. Ja, ich wurde des Öfteren gefragt, ob ich jetzt noch rauchen kann und wie ich rauche, wie ich das mit den Feuerzeugen hinbekomme. Jetzt nehme ich zum dritten Mal dieses Video auf und zeige euch mal, wie das ist, wenn jemand rauchen möchte und die Finger nicht bewegen kann. Zuallererst einmal frage ich nach einer Kippe. Spaß beiseite, ich nehme mir einfach eine. War klar, dass ich das hinkriege, aber ein bisschen Spaß muss sein. Dann würde ich jetzt rumrufen und sagen, hat jemand Feuer? Nein, tue ich auch nicht. Also, es gibt unterschiedliche Feuerzeuge. Das hier zum Beispiel ist eins zum normal gerade runterklicken. Eigentlich haben die eine Kindersicherung, bei dem ist es hier zum Glück nicht der Fall. Zu alt dafür. Dann habe ich hier ein Feuerzeug, welches sich zur Seite runterdrücken lässt. Ein elektrisches Klickfeuerzeug. Klappt auch wunderbar. Jetzt werden die Feuerzeuge langsam ein bisschen größer. Man nannte es Kerzenfeuerzeuge, die man nutzen kann. Die haben auch einen leichtgängigen Klicker, der zur Seite meistens runtergeht. Bei dem ist es leider noch so, dass der gerade noch unten geht und etwas schwieriger, aber ich kriege das dennoch hin. Bei dem Feuerzeug ist es sogar ganz einfach, das ist ein wirklich Kaminfeuerzeug, man kann auch Kerzenfeuerzeug dazu sagen, steckt man den Daumen durchs Loch, hält sich's vor die Brust, mal gucken, wie viele Klicks ich brauche. Na, ich sollte es mal andersrum machen. Könnte ich jetzt anmachen, möchte ich aber noch nicht. Das ist somit das Einfachste, aber auch das Riesigste. Nicht für alle Leute geeignet. Bei dem Feuerzeug mache ich es auch ganz normal. Einfach zwischen Zeigefinger und Daumen halten. Vor die Brust und mit dem rechten Handballen klicken. Bei dem kleineren das gleiche. Zwischen Daumen und Zeigefinger vor die Brust. Handballen rechts. Klicken, aber das ist die Zicke unter meinen Feuerzeugen. Dauert einen Moment. Funktioniert. Bei dem Feuerzeug war ich selber überrascht. Das ist das normale elektrische, dass ich das hingekriegt habe. Schauen wir mal, ob ich es jetzt wieder hinkriege. Ja, es funktioniert. Mein Spezialfeuerzeug, mein Lieblingsfeuerzeug, das elektrische, was man zur Seite wegklicken kann. Das so schön klein ist. Jetzt sitze ich ein Stück weit drin. Jetzt habe ich so weit nach vorne kippe, aber okay. Funktioniert. Was auch gut funktioniert, sind Feuerzeuguhren. Die kann man sich direkt ans Handgelenk packen. Da schiebt man dann das Ziffernblatt zur Seite und dahinter ist eine Spule, die glüht. Kannst du die Zigarette ranhalten und ist gut. Es gibt noch Rauchhilfen, die kann man sich über den Finger schieben. Es gibt welche, die kannst du dir in die Esshilfe reinstecken. Und dann kannst du mit der Zigarette ganz normal so machen. Es gibt noch Rauchspitzen, die man dann direkt auf den Filter drauf machen kann. Ich rauche meine Zigarette ganz normal zwischen Zeigefinger und den Daumen. Kann zwar nicht bis ganz zum Ende rauchen, aber kann selber rauchen. Jetzt hat es geklingelt, das heißt, meine neue Assistenz kommt. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal. Demnächst gibt's ein neues Video. Also bis dann. Cheerio.